Dumm gelaufen. Im Actionspiel Apokalyptica hat sich der Teufel höchstpersönlich auf Erden breit gemacht. Dort tobt jetzt ein erbitterter Kampf um die Macht. Und sie nehmen es in 18 Solo- und Multiplayer-Arenen mit den Horden des Bösen auf. Vor den Partien wählen sie aus, welche von 16 Bots, jeder mit eigenen Stärken und Schwächen, an ihrer Seite mit welchen Waffen antritt. My liege, are you sure of this? I am not convinced that the new troops are yet ready. Dann stehen sie und ihr Begleiter auch schon im ersten Level, worauf sich der Kollege gleich auf den ersten Feind stürzt. Und wir den Schalter suchen, der das Energietor deaktiviert. Die Maps sind grob in 4 Grafikstile aufgeteilt. Gerade waren wir im Szenario Jerusalem 5 unterwegs, jetzt erkunden wir in 4 Leveln ein teuflisches Raumschiff namens Ariziel. Grafisch besonders gut gelungen ist die Vorhölle, in der sie in spektakulären Städten unterwegs sind. Der eigentliche Ort der Verdammnis heißt im Spiel New Hades. 5 Level müssen sie durchkämpfen, bis sie vor dem Endgegner stehen. Praktisch, in Nahkämpfen können sie sich mit einem schnellen Tastendruck auf den Gegner aufschalten. Dadurch prügelt ihr Kämpfer halbautomatisch in die Richtung des Feindes und trifft viel einfacher. Auch ein Scharfschützengewehr ist im Angebot. Nett. Entweder sie piesacken Gegner mit leichten, praktisch unsichtbaren Schüssen oder sie laden die Knarre voll auf. Aber dann ist der Energiestrahl für jeden lange sichtbar. Auch ein paar Zaubersprüche enthält das Spiel, etwa den schick animierten Void, der ihre Feinde anzieht und für kurze Zeit in einer schwarzen Blase gefangen hält.